Tag 2 in Barcelona und das hat für mächtig Aufsehen gesorgt. Der Mega-Unfall mit St. Maritimo und Hamburg. Ja, sehen wir da schon aus der Sicht vom meist betroffenen Fahrer, und zwar Senti eben. Ja, so ging der Tag erstmal natürlich nicht so gut los. Sehen wir es auf die Musik, da brennt auch was am Motor. Wechselseite, also der Windstoß hat anscheinend so Senti mitgenommen, weil er genau zu seiner Seite rüberwechselt von Hamburg, der da am meisten ausweichen musste. Er aber nur einen Bremsdefekt und konnte somit dann Minuten später schon weiterfahren. Ansonsten, Hamburg schnappte sich mal die Bestzeit am Ende dieser zwei Tage. Erstaunlich, exakt 3 Zehntel vor Pauli waren mit einer 1:28.050. Pauli hat eine 3:50. Heißt quasi 3 Zehntel Abstand zwischen den zwei Piloten. Sonst konnte keiner schneller fahren als Hamburg. Das lag wahrscheinlich an den Körperproblemen, die er zum Wochenende mitbrachte, Kopfschmerzen und so weiter. Dass er etwas angeschlagen war, auf jeden Fall von uns natürlich immer gute Besserung. Ansonsten, diesmal auch ein Pauli, bei dem lief es eher nicht so toll. Am zweiten Tag nur 6 Runden gefahren am Ende, soweit ich weiß. Da sind wir auch schon warum, und zwar der Einschlag hier hat am Ende nochmal leider zu Tag gebracht. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch ein paar neue Tester dabei. Hier einmal James Underhill, bzw. James Unbekannt. Ersatzfahrer bei dem Team von Craigie und Pistolek. Craigie übrigens auch einer der mit der fleißigsten Piloten am Ende gewesen. James U auf jeden Fall auch begeistert vom Auto, hat auch gesagt, dass er sich freut, wenn einer seiner Piloten nicht da ist. Kann ich persönlich sogar recht verstehen, weil es also macht relativ viel Spaß. Ja, Race to Win, weil der zweite Lotus-Fahrer hier, genauso wie sein Teammate unterwegs gewesen am Ende. Aber erstaunlicherweise konnte es Lotus eben trotzdem bis auf ein Zehntel hinter sich halten. Ja, ansonsten. Hier sehen wir auch übrigens den Kollegen aus Dänemark, und zwar Martin B. Der kommt aus Burner One XT. Auch der hat gesagt, ich kann zwar nicht immer, aber trotzdem werde ich mal ab und zu fahren, und deswegen muss auch am Preseason Test teilnehmen. Mal ein Bild von dem Auto machen. Ja, auf jeden Fall sonst, hier sehen wir auch nochmal einen kleinen Fehler von Maitimo. Also kurze Info, die Körbe sind hier nicht. Ja, ich finde dieses Auto so toll, da trieb sich egal auf welchem Körper immer weg. Ja, dann gab es nochmal ein kleines Battle zwischen Martin B. und einem anderen Piloten. Das aber ganz anders schnell für Martin B. am Ende aufging, weil ein Kollege ganz aus der Bucke gehört, das Fahrzeug neben ihm auf der langen Geraden verlangsamte. Wieder gut für ihn, dass er seine Hand drehen konnte, wieder schlecht für den anderen Piloten im Formel 2 Bulli. Ansonsten ein ganz geschmeidiger Tag, die Fans sind natürlich begeistert. Hier sehen wir auch noch Prinz Zarando, der wo auch am zweiten Tag mit die besten Noten aus einer der fleißigsten Piloten zeigte. Die Fans übrigens in Barcelona hier sind auch schon mit der Abreise beschäftigt. Wir haben aktuell auch schon starke Rückreiseverkehr nach Deutschland und so weiter. Ja, ansonsten hier sehen wir auch schon den zweifachen Champion, auch der frisch gebackene G3 Champion übrigens, Low Snail. Kleine Runden, die waren jetzt nicht die besten, aber auch nur auf Soft und auch eben nur mit ein bisschen körperlichen Problemen. Also ich nehme an, dass da auch von ihm für Bahrain dann eben in einer Woche dann nochmal was kommen wird. Und hier sehen wir auch schon einen kleinen Abflug von ihm, der am Ende zu einem seinem ausführte. Wollte ein bisschen weiterfahren, aber sehen wir auch schon zu viel gegen dann gegen Pendler, und dann sieht dann hier nochmal so aus der TV-Kamera. Schade dann natürlich für ihn, aber was willst du am Ende machen? Da sehen wir auf jeden Fall erstmal die Tabellen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal hier aus Barcelona. Man sieht sich dann auf jeden Fall am kommenden Montag hier am 11.09. in Bahrain zum Season-Start wieder. Jetzt am Ende kommen dann auch mal die Rundenanzahlen und so weiter und so fort.